Willkommen zur 14. Panoramatour Oberpfälzer Wald. Also immer die Post ist oben, der Steck ist leer. Darmstadt ist kein Komma und fahren mit, ja. Wir haben noch etwas Zeit, 7 Uhr, in 10 Minuten ist der Start. Also, liebe Radsportler, habt bitte Ehrfurcht und Alter, überholt die beiden nicht, zumindest das Bild der Tankstelle, sagen wir mal, der Schützenhaus da vorne. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich freue mich, dass zum 100-jährigen Jubiläum natürlich das Wetter vom Schirmherrn großartig bestellt wurde, wenn es Krankheit an der Fahrer zuständig. Ich freue mich natürlich auch, dass wir heute einen Rekord an Teilnehmern haben werden. Es wird ein großartiger Radltag am großartigen 100-jährigen Jubiläum. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag heute. Vielleicht darf ich die lobenden Worte unseres Landrats eigentlich nur anschließen. Großes Kompliment an Sie alle, dass Sie diesen Teilnehmerrekord, der heute schon greifbar ist, möglich gemacht haben, dass Sie alle nach Wünsche-Eschbach gekommen sind. Sie honorieren damit das großartige Engagement unseres Radsportvereins, der ja die Jubiläum feiert. 3, 2, 1. Thank you.
Ohne Berg bei Hochabfahrt. So, geschafft hat es auch der Otto Pollinger aus Falkenberg, dass er überhaupt wieder zurückfährt. Michael Hertel und Georg Witt haben es auch geschafft. Ebenfalls begrüßen wir die Ludgard Witt und den Harald Griesel aus Blösberg. Harald, servus. Zurück auch die Verena Bauer, der Josef Bauer, der Klaus Schrammel. Sehr schön, alle im Jubiläumstrikot. Thomas Driesel, der Roland Hauerkorn und der Gerald Albert. Und mit einem Lachen im Gesicht kommt die Sandra Bitzel aus Schwarzenbach. Und ebenfalls der Klaus Schuller hat ein Lächeln im Gesicht. Froh und glücklich darüber zu sein, die Strecke geschafft zu haben. Geschafft hat es auch der Roland Frank, die Anita Reiche, der Christoph Tippel aus Grafenwöhr. Christoph hat zurück von der Strecke C, genauso wie der Roland Fleischer zurück von der Strecke C. Beim nächsten Mal wieder dabei. Fährt man gerne. Ganz toll.